Buongiorno ragazzi, buongiorno, willkommen in casa tesoro. Wir sind da, heute kochen wir Pasta. Aolio oder Aoglio? Alle Olio, nix Olio, 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 mamma mia. Piano bitte. Ausatmen, ragazzi. Diese Olio, Olio hat mir schon eine Portion Spaghetti gekostet. Okay, ragazzi, ich zeige euch genau, wie das gemacht wird. Dazu, das bleibt zwischen uns, ja. Ich zeige euch einen Trick, wie ihr eine Creme gepasta bekommt. Das ist die Creme, was die Leute zeigen, aber ohne sagen, dass drin ist. Let's go! Wir brauchen Petersilie, Peperoncino, Aglio und wir brauchen Spaghetti. Spaghetti, ich empfehle, wenn jemand finden kann, eine Spaghetto mit einer rauen Oberfläche. Das wird die Creme bleiben, an den Spaghetti kleben und es schmeckt viel besser wie Soße. Aber sonst, wer nichts das finden, kann auch mit einem normalen Spaghetti, weil mit diesem Trick, was ich heute zeige, ihr werdet merken, wie eine schöne Creme bekommt. Erstes Step, Knoblauch. Aber wenn jemand will von Petersilie beginnen oder von Chili, es ist auch irrelevant. Ich schneide so, ganz fein. Es kann auch zerquetscht, aber am besten ist schneiden so. Grossolanamente, diese Worte haben wir lange nicht gesagt, Mario. Du suchst der Pizza auch ein Leid. Weil wir machen heute, darf man sagen? Sehr sicher. Wir machen heute amerikanische Pizza mit Napoli-Teig. Das ist der Grund, warum wir sind da seit 2 Tagen, ragazzi. Ich schlafe nichts mehr. Aber nächstes Video. Es riecht nach Petersilie, ragazzi. Komisch, eh? Von Hals, Collo. Und die Stange brauchen wir irgendwie zusammendrücken und versuchen wir mit Messer so schneiden. Es sollte noch auch das plus minus grossolanamente geschnitten. Jetzt kommt die Chili. Jetzt kommt sie mit. Mario weiß nichts, dass ich bin. Was ist los, Mario? Gehen wir nach Hause? Feierabend. Wir haben schon Wasser auf die Feuer gegeben und wir fangen mit Olio di Oliva. Salz ist schon Salz, ja, Salz. Bravo Mario. Das war ein Test, ragazzi, ob Mario aufpassen oder nicht. Nach Sentimento. Wann verrätst du uns deinen Trick, Luigi? Bald, bald. Ich muss vorbereiten. Nicht schauen. Nicht schauen. Nicht schauen. Nicht schauen. Habt ihr was gesehen, glaube ich? Hat jemand gesehen? Knoblauch, Stange und das Chili. Doch, der Knoblauch fängt schon die Farbe zu bekommen. Es ist schon weg vom Feuer, wenn du siehst. Wir nehmen die Stange Sellerie raus. Knoblauch darf man nicht zu stark anbraten. Zu stark anbraten, sonst ist es zu bitter. Aber ragazzi, eine muss ich sagen, diese Trick habe ich bei Lukas Pasta Aglio nichts gezeigt. Aha, okay, so ist es. Jetzt nehmen wir ein bisschen Wasser von Nudeln und geben wir noch einmal an. Wichtig ist eine, ragazzi, wenn bei der Verpackung steht 10 Minuten, 8 Minuten kochen. Immer ein paar Minuten die Pasta vorher wegnehmen, dass ein bisschen die restliche Kochen in diese Soße wird hinterlassen, die Stärke. Aber wir wollen noch cremiger als die cremige haben, oder? Boah. Und ich zeige euch, entweder mit einer Rauhpasta oder eine normale Pasta wird mit diesem Trick bessere Creme haben. Wieso hat schon eine Form von Emulsion. Die Nudeln sind laut meiner Meinung genug gekocht. Und das Wasser von der Nudel nichts wegnehmen, weil wir brauchen, falls ein bisschen zu trocken wird. Das ist der Fall. Wir geben jetzt ein bisschen von der Nudel Wasser rein. Ein bisschen schwanken, schwanken. Das ist jetzt schon eine Creme, ja? Schau, jetzt fängt schon die Creme. Das wird jetzt gleich noch cremiger mit deinem Trick. Ja, schau, ehrlich gesagt, ich will zeigen, was die Leute nicht sagen, wir sagen. Aber dafür brauchen wir Abonnenten. Ja, heute ein Klick auf Abonnement kostet nichts. Für uns ist eine große Hilfe. Weil ihr wollt schon viele Videos von uns sehen, oder? Schau mal, alleine jetzt. Siehst du? Die Stärke von Nudeln gemischt mit dieser Emulsion. Oder? Ganz wenig. Schau, 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 wie klebst du bei der Nudeln? Siehst du? Was probierst du jetzt endlich einen Trick, Luigi? Ganz ehrlich, wir brauchen diesen Trick nichts, aber ich zeige euch. Schauen Sie, Ragazzi, wie schön cremig ist. Schon perfekt, aber ich wäre schon zufrieden eigentlich.
Also normalerweise, das ist die Nudel, die du jetzt nimmst, und dann in die Teller so geben und dann dazu gibst du diese Creme, was hier da steht. Jetzt verrate ich euch den Trick, was die Leute nicht sagen. Butter, ja? Butter. Eine Spur Butter, unsere Petersilie, eine Spur ganz weniger Nudelwasser. Verstehst du mich, Mario? Das ist die Creme, was die Leute zeigen, aber ohne sagen, dass Butter drin ist. Das ist unfair, weil die Leute dann nachmachen das Rezept und gehen in Depression, weil bekommen nicht dieselbe Creme. Dekoration. Siehst du die Creme? Mhm. Ich sage nicht die, ich sage die Leute. Alleine, dass ihr diesen Trick euch gezeigt haben, müssen wir eine Überweisung von 1000 Euro pro Person. Nein, Spaß. Ein Abonnement und ein Klick und ein Kommentar wird schon reichen. Na, du zuerst. Ja? Ja, du zuerst. Du zuerst. Ich zuerst. Okay. Was? Nachmachen, ragazzi.